Bitte einen Riesenapplaus für Patricia Lührmann. Ist das schön, heute hier zu sein. Ja, ich sehe schon, die Frage ist jetzt an dieser Stelle, wer ist diese Frau und warum hat sie die Hemden von Jürgen von der Lippe an? Es ist ganz einfach, ich bin heute tatsächlich eigentlich der Kabarettteil. Ja, ich bin heute eigentlich der Kabarettteil. Ich wollte heute mit euch über was Ernstes sprechen. Ich wollte heute mit euch über Extremismus sprechen. Ja, und wenn ich Extremismus sage, dann weiß jeder auch sofort, worauf ich hinaus will. Richtig, Kochbücher. Dieser Ernährungsextremismus, ja, das sind diese Menschen, die dir so ungefragt rechts und links um die Ohren fliegen. Was, das willst du fressen? Diese Leute. Und am besten kannst du diesen Ernährungsextremismus wirklich beobachten, wenn du in so eine genormte Buchhandlung gehst, auf den Tisch mit den Kochbüchern zu. Ne? Und da steht auf der linken Seite, der kognitiven Seite in unserem Gehirn, überwiegend so einzelne Kochbücher, es fiebt ein bisschen, wir versuchen es nochmal, überwiegend schwarz gehaltene Kochbücher mit so ein bis zwei Wortüberschriften. Grillen, Burger grillen, Fleischberge vernichten, Tiere zerlegen, Feuer machen. Und auf der rechten Seite, der emotionalen Seite in unserem Gehirn, sind überwiegend so große Kochbücher. Darauf sitzt einer einzelne Sunnyboy auf seiner Yogamatte und lächelt mit seinen strahlend weißen Zähnen in den Sonnenuntergang und wäscht dabei die Wäsche auf seinem Waschbrett. Brauchst du? Ne? Und darüber stehen dann so Sachen wie vegan, bewusst ernähren, vegan for fit, vegan fleischlose Lust. Das ist schon so ein bisschen sexy, ne? Und es ist völlig egal, auf welche Seite du dich stellst. Du wirst von der anderen Seite immer so angeguckt. Das ist wie wenn du als dicker Mensch bei McDonald's in Burger beißt. Habt ihr das mal gesehen? Ich reiß dann immer die Arme hoch und sage, das ist ein Veggie-Burger, eine Cola Light, hilft aber nicht. Und ich habe mir auch mal diese Bücher angeguckt, die sind ja für komplett unterschiedliches Publikum geschrieben, ne? Ich habe mir mal so die Grillliteratur angeguckt, die richtet sich ja, glaube ich, so an CDU-Wähler und Soldaten. Keine Ausflüchte, keine Alternative. So und nur so grillen sie richtig. Mit der richtigen Zange, dem richtigen Stück Fleisch und wenn es nicht blutet, ist es Gemüse. Na, hat uns Mutti jahrelang beigebracht, Weber ist alternativlos, ne? Eins von den Dingern heißt die Grillbibel. Da gibt's keine graue Zone. Da kann sich ein salafistischer Hassprediger Stilmittel abschreiben. Der einzig wahre Glaube ist der Glaube an Buchenholz, Kohle und Weber, seinen Propheten. Und die Veganliteratur, die ist ein bisschen anders, ne? Die Veganliteratur, die ist eher so, erstmal ist sie sehr lebensbejahend. Sie ist so lebensbejahend, dass es beinahe zum Kotzen ist. Und sie hat immer so einen Unterton von, wenn du verzichtest, bist du moralisch überlegen und hast ein gutes Gewissen. Ich glaube ja, das richtet sich an Frauen. Ich kenne einen Haufen Frauen, die sich genauso ihre Typen ausgesucht haben. Und für alle, die jetzt nicht gelacht haben, ist für mich lustiger als für euch. Und es ist scheißegal, wer diese Bücher kauft. Du kannst mit diesen Menschen nicht sprechen. Ne? Geh mal auf so eine passionierte Fleischvernichterparty. Und das ist im Ruhrgebiet wirklich ein Riesending. Geh da mal hin, ne? Guck mal dem Grillmeister so über die Schulter und sag, ich habe mal gehört, man soll die Wurst einschneiden, damit die kontrolliert platzt. Ich kann ein Gericht einschneiden, damit er kontrolliert platzt. Hinsetzen, Maul halten, essen. Setze dich hin, ne? So bist du schon total verschüchtert. So. Kriegst die erste Ladung Fleisch gebracht, so ein komplett schwarz gebratenes Stück Bauchfleisch. Ne? Kannst du Höhlenmalerei mit an der Wand machen? Und dann guckst du das so an und sagst, ich habe mal gehört, das soll man nicht so dunkel machen, so von irgendeinem Acrylamid und so. Und dann geht das. Keine Kontroverse anzetteln, das reicht, dass ein Vegetarier hier am Tisch geduldet wird. Was? Und da ist es wieder. Als Vegetarier wirst du immer verarscht. Ja, ich oute mich jetzt, ich bin Vegetarier. Hier ist Mitleid. Und ich kann euch sagen, mein Outing als Vegetarier war deutlich schwieriger als mein Outing als Lesbe.
Jetzt zähl euch auch wieder wahr, ne? Sag ich zu meiner Mutter, Mama, ich bin lesbisch, gut Kind, schenk ich die Kondome deiner Cousine, die kann die eh viel besser gebrauchen wie du. Mama, ich esse kein Fleisch mehr. Ach nein. Ach Kind, du jetzt nicht auch noch? Was hab ich denn falsch gemacht? Boah, das erzählen wir aber nicht Tante Inge, ne? Und auch die Verbindungen, die gezogen werden, ne? Ist völlig crazy shit. Bin ich am Wochenende bei meiner Oma. Sagt die zu mir, na Kind, willst du noch ein Würstchen? Nee, danke Oma, ich bin Vegetarier. Ach ja, du bist ja lesbisch. Oma, wie hängt das jetzt zusammen? Na, mit dem Würstchen bist du fertig. Oma, findest du das nicht ein bisschen klischeehaft? Ja, erzähl du mir was von Klischees und trinkst dabei Pflaumensaft. Unfassbar. Ja, aber meine Oma hat ja recht, ne? Früher bin ich auf so Grillpartys gegangen, da haben sie mich ausgelassen. Ja, mal gucken, ne? Wir haben Krautsalat, mal gucken, ob es satt wirst. Heute, was, du trinkst noch Milch? Heute muss ich mich von den veganen Schickimickis verarschen lassen. Na? Ja, Vegetarier. Ja, das war ich auch mal. Das ist ja nur der halbe Weg. Oder auch schön, oh ja, als ich noch Vegetarier war, da war ich vom Milchzucker immer so aufgebläht. Aber was, und jetzt frisst du nur noch Blätter und Obst und furzt nicht mehr, oder was? Aber neulich, da war es dann soweit, da wollte mir einer von diesen veganen Arschlöchern mein Schokolade schlecht reden. Da verstehe ich ja gar keinen Spaß, ne? Sieht man vielleicht. Du weißt schon, dass ganz viele Kälbchen jetzt für deine Schokolade keine Milch gekriegt haben. Ja, weiß ich. Ich habe mir schon Gedanken zum Thema von Massentierhaltung gemacht, da war es doch Teil der Feminismusbewegung. Dazu musste ich eine Latzhose tragen oder am Wochenende gegen Atomkraft demonstrieren. Das hast du aber leider nicht mitgekriegt, weil du zu dem Zeitpunkt auf dem Klo kotzen warst, weil dir ansonsten nichts eingefallen ist, um schlank zu bleiben. Und jetzt hockst du da und schlürfst so selbstgerecht an deine Brokkoli-Smoothie. Du, der nichts anderes getan hat, als auf einen Nippentrend aufzuspringen und dabei eigentlich nur ein Ziel hat, und zwar eine Hosengröße 0 zu fassen. Und deine verkackten Schuhe vom Deichmann für 39,95 sind auch aus armen Rindern, und zwar von armen Indern, in baufälligen Fabriken zusammengeklöppelt. Oder willst du mir jetzt erzählen, dass das hier gar Maschinenleder sind, oder was? Da sagt sie zu mir, komm runter, komm runter, es ist alles gut. Das ist der ganze Milchzucker, der macht dich total aggressiv. Da fällt dir doch nichts mehr so ein, oder? Und wisst ihr, was ich dabei gelernt habe? Diskutieren mit Extremisten ist wie Schachspielen mit einer Taube. Da kann man noch so toll Schach spielen. Die Taube wird irgendwann auf das Brett draufsteigen, alle Figuren umschmeißen, draufkacken und rumstolzieren, als hätte sie gewonnen. Dankeschön! Das war Patricia Lührmann!